excites me. Irgendein Zeichen vom Feind? In Steinfall hast du gesagt, dass die Rebellen seit Tagen hier durchziehen. Bis Tikuti bemerkt, dass er unterlegen ist. Könnte das Tal schon überrannt sein? Ginge es nicht auch um den restlichen Clan, würde ich den Tag begrüßen. Sein Stolz zerfällt. Okay. Na, vielleicht könnten wir ihn umstimmen. Da sind wir. Das Bollwerk. Sag, wenn du soweit bist, dann kündige ich uns an. Du da! Ein Marschall ersucht um Audienz beim Clan-Kommandanten. Ich dachte, alle Marschälle wären tot. Wir bewachen den Weg zum Berg. Wo die Flügel der Zehn uns finden werden. Okay, Marschall. Ich rufe den Lift für euch. Wieder da. Das war also dein Heim. Vor langer Zeit. Komm schon. Keiner Spaß. Hört ihr, Soldaten?
keine Chance. Hallo? Was will er mit dieser Fremden? Der letzte Marschall. Marschall Kupan. Na, so eine nette Begrüßung. Eine Fremde und ein verstümmelter Marschall. Ein Spektakel. Erinnert mich an meine Heimat. Ich weiß nicht, was schlimmer war. Wenn sie mich mieden oder wenn sie mich anstarrten. Irgendwie traurig, wenn es aufhört zu schneien. Wir wollen zu Tecote. Lasst uns rein. Der Sohn des Himmelsklans kehrt zurück. Preiset die Zehn. Dein Häuptling befahl die sofortige Entsendung von Kämpfern für die Kulrut. Wir wollen sicherstellen, dass deine nicht unterwegs verloren gingen. Verstehe. Regala hat dem Häuptling schwer zugesetzt, wenn er euch beide als Boten schickt. Sie besiegte Regalas Champion Grodda bei der Gesandtschaft. Sie kämpfte ehrenvoll. Ich war so klug, meine Soldaten von dort fernzuhalten. Und auch jetzt bin ich so klug, meine Kämpfer hier zu behalten. Wenn sie kämpfen, dann hier. Zum Schutz der Mauer und des Clans. Diese Mauer wird dich nicht schützen. Nicht vor den Maschinen, die Regala kontrolliert. Sie stehen schon vor deinen Toren. Was weißt du denn von den Schlachten, denen das Bollwerk getrotzt hat? Dem vergossenen Blut. Ich weiß, dass es kein Schild für einen Feigling sein sollte. Du warst einst ein großer Krieger. Doch das ist vorbei. Richte Hekaro aus. Mit allem Respekt. Wir behalten unsere Kämpfer hier, solange wir hinter dem Bollwerk sicher sind.
gesagt. Worte sind bei ihm nutzlos. Wir müssen ihn wohl töten. Nicht einfach bei den ganzen Männern. Hörst du überhaupt zu? Solange wir hinter dem Bollwerk sicher sind, meinte er. Warte hier. Ich muss mir diese Mauer näher ansehen. Was? Warum? Sie ist vielleicht nicht so stark, wie Tecote glauben mag. Ich muss runter zum Fuß der Mauer und sie mir ansehen. Weiter so. War's das schon, Fremde? Oh, wart's nur ab. Ich muss etwas weiter von der Mauer weg, damit ich sie richtig scannen kann. Okay, scannen wir die Mauer. Dachte ich's mir doch. Etwas aus Metall steckt darin. Die Felsen stören meinen Scan. Ich muss näher ran. Aber wie? Ich könnte vielleicht da links die Mauer hinaufklettern. Bei dem Wasserfall. Wo kommt dieses Wasser her? Ich scanne den Panzer nochmal. Ein Energiekern. Wenn ich den hochjage, bloß wie? Ja, hier gibt's nichts mehr zu tun. Ich sollte zu Kutalo. Sagen, du kriechst an der Mauer rum wie eine Ratte. Was im Namen der Zehn hast du vor? Tecote sagte, er entsendet keine Kämpfer, solange sie hinter dem Bollwerk sicher sind. Richtig? Hab's nicht vergessen. Also, reißen wir es ein. Hast du dir den Kopf angeschlagen? Ich mein's ernst. Etwas aus der alten Welt steckt da drin fest und es hat eine Energiezelle. Wenn ich die sprenge, könnte ich die erste Schicht Fels und Metall durchdringen. Selbst wenn es stimmt, was du sagst, wäre dazu eine Kanone nötig. Du hast recht. Und du sagtest, die Rebellen holen sie sich von den Maschinen im Tal. Komm mit. Nein, ich mache nicht mehr mit bei diesem Irrsinn. Hikaru hat dir befohlen, mir zu helfen.
Willst du ihm trotzen wie dieser arrogante Dreckskerl? Das war ein gemeiner Vergleich. Die Rebellen lagern vielleicht nordöstlich von hier. Und was dann? Wir beide gegen alle von denen? So ungefähr, ja. Tja, dir fehlt es an Vernunft. Aber Mut fehlt dir nicht. Also, vorhin, mit Tecute. Zwischen euch scheint es ja böses Blut zu geben. Das stimmt. Wenn wir deinen Plan überleben, erzähl ich's dir vielleicht. Ich nehme dich beim Wort. Wir nähern uns dem Ort, an dem wir zuvor die Rebellen sahen. Tja, jetzt haben die Rebellen wohl jede Menge Feuerkraft. Übernimm du die anderen. Ich folge dir. Vielleicht ist da irgendwas, womit ich das Ding erledigen kann. Mein Fokus kann helfen. Postmunition würde gehen. Über meine Thank you.
sollten Sie lieber aufspüren. Das hättest du nicht tun sollen. Jetzt erledigen! Sie darf nicht noch mehr von uns töten. Aufgegeben. Wenn du mich noch hörst, lauf weg! Du willst dich verstecken? Alle erledigt! Ich kämpfe, wenn ich muss. Und jetzt? Was jetzt? Zur Kanone! Wird kein Spaß, das Ding bis zum Bollwerk zurückzuschleppen. Hier. Mein Arm ist zwar weg, aber mein Rücken ist noch da. Mach dir. Hey, du hast gut gekämpft. Hätte nicht gedacht, dass wir es schaffen. Die Rebellen und ihre Maschine zu töten. Es war tatsächlich gut, sie anzugreifen. Glaubst du wirklich, dieses Ding kann uns helfen? Wir werden es sehen. Die Welt wird immer stiller, wenn es schneit. Bitte sehr. Aber du brauchst nicht nur eine Kanone. Du brauchst ein Wunder. Kommt sofort. Und? Na los. Okay. Ich muss ein paar der Steine wegsprengen, um die Energiezelle freizulegen.
Na, was für ein Anblick. Zwei Kinder spielen Belagern. Hoffentlich tun sie dem Bollwerk nicht weh. Kommt schon, macht euch nicht noch mehr zum Narren. Und lasst den armen Berg in Ruhe. Das ist deine letzte Chance, Dekote. Noch kannst du Hikaru Folge leisten. Das ist deine letzte Chance. Du verwechselst das. Verschwinde von hier, Wilde, sofort. Und nimm diesen Krüppel mit. Keine Mauer zum Verstecken mehr da, Tekote. Jetzt musst du zu Hikaru. Niemals. Niemals. Wir bauen sie wieder auf. Und zwar sofort. Ihr seid nicht sicher. Das Bollwerk hielt nicht mal gegen eine einzelne Kanone. Geschweige denn gegen eine Armee aus Maschinen. Nur gemeinsam mit eurem Häuptling werdet ihr vor Regala in Sicherheit sein. Du sagtest, keine Kämpfer würden geschickt, solange der Clan sicher sei, hinter dem Bollwerk. Also entsende sie jetzt. Oder ist dein Wort gar nichts wert? Schickt sie. Ich kann dich nicht hören. Schickt die Kämpfer! Ich freue mich auf die Farben des Himmelsclans in der Arena. Gut gemacht, Marschall. Was wird jetzt aus diesem Ort? Sie werden ohne Mauer leben müssen. Doch das ist besser, als fern vom Stamm zu leben, als Schachfiguren für Tekotes Pläne. Aber wenn du nach ihnen sehen willst, sprich mit Gera, der Kaplanin des Clans. Falls dort jemand Hilfe braucht, weiß sie es. Ja, das mache ich vielleicht. Dann gehe ich jetzt. Erstatte Bericht bei Hikaru. Wir sehen uns zur Kulrut. Gut. Dort brauchen wir vielleicht auch ein Wunder. Vielleicht sollte ich dort oben nachsehen, ob es allen gut geht. Diese Kaplanen suchen. Gera. Am besten hole ich mir neue Vorräte, bevor ich aufbreche. Ja, mein Trupp bricht bald auf. Wir schließen uns den anderen Verteidigern im Heim an.
Wenn wir unsere Ehre wiederherstellen wollen, müssen wir das im Kampf gegen Regala tun. Bist du Kaplanin Gera? Cortalo sagte, ich sollte dich fragen, ob du Hilfe brauchst. Dreist, Mauerbrecherin. Tecote ist stolz, unter dem Staub des Bollwerks zu begraben. Ich hab nur... Ganz ruhig. Viele im Clan stimmen dir zu. Und Marschall Cortalo hat dich zu Recht zu mir geschickt. Da ist etwas, bei dem du helfen kannst. Ein paar Soldaten sind ihm zur Gesandtschaft in Fahrlicht gefolgt. Entgegen Tecotes Befehlen. Ja. Ich weiß, dass Cortalo zuletzt ankam. Mit nur wenigen Vertretern des Himmelsklans. Als die Soldaten zurückkehrten, stellte Tecote sie zu einem alten Wachturm ab. Einen, den wir den Maschinen überlassen hatten. Er bestand aus Kriegsgründen darauf, ihn wieder einzunehmen. Doch diese Soldaten dienen da draußen niemandem. Wenn sie jedoch auf Anfrage von Hekaros Streiterin zurückkehrten, Tecote hätte dann keinen Rückhalt, das zu verweigern. Vor allem, wenn ihre Kaplanin ihre Rückkehr unterstützt. Ein paar Soldaten zurückzurufen, um Tecote eine zu verpassen? Klingt doch ganz leicht. Geh zu den Kalten Kaupen, einem Flussgebiet im Westen. Der Wachturm steht bei den Wasserfällen. Sprich dort mit Kiva, der Truppführerin. Viel Glück. Wenn wir unsere Ehre wiederherstellen wollen, müssen wir das im Kampf gegen Regala tun. Die Fremde hat uns... Willst du kaufen oder verkaufen? Tecote sollte wohl... Gute Waffe. Was er sagt. Was?
Du hast dem Bollwerk ganz schön zugesetzt. Fremde, möchtest du mit den Tenakt handeln? Keine Chance. Hört ihr, Soldaten? Keine Chance. Die Fremde hat es uns gezeigt. Wir müssen so weder vom neuen Trupp noch vom Rettungstrupp. Haben wir die Fremde Zeit? Das ist die Fremde, die Tekote beschämt hat. Es ist also die Fremde. Ja, sie hat wirklich bewiesen, dass die Tekote falsch lag. Mein Bruder wird es schaffen. Was ist hier los? Die Mauerbrecherin. Jackers Bruder ist auf Selbstmordmission. Er schafft den Aufstieg. Ich weiß es. Wohl kaum. Mein Bruder Pento ist zum Marsch der Zehn aufgebrochen. Für das Soldatenzeichen. Sie müssten längst fertig sein. Aber er ist noch nicht zurück. Jacka, Itaka, los zum Training. Dein Bruder hätte bei seinen Putzlappen bleiben sollen. Würdest du mal beim Marsch nachsehen? Der Truppführer würde mich umbringen, wenn ich gehe. Und es soll niemand glauben, dass ich meinem Bruder den Aufstieg nicht zutraue. Denn das stimmt nicht. Verstehe. Der Weg ist deutlich markiert. Gleich am Wasserfall westlich von hier. Wenn ich hinkomme, werde ich nachsehen. Vielen Dank. Nicht trödeln, Soldatin! Ich komme! Pento, sei bitte in Sicherheit. Wie das rauscht. Die Fremde hat es uns gezeigt. Wir müssen zur Kuhl rufen. Das ist die Fremde, Detektiv. Wenn wir unsere Ehre wiederherstellen wollen, ich sah alles aus der Ferne. Darf ich fragen, worüber ihr streitet? Seriva lässt nicht locker. Sie besteht darauf, dass Kameradin Ferika auf den Flügeln der Zehen floh. Doch ich sage, sich an einen Sturmvogel zu hängen, ist nicht dasselbe. Eine Tenakt ritt einen Sturmvogel? Sie ging hoch in die Luft, aber reiten ist zu viel gesagt. Ha, du gibst es zu. Ihr redet über sie, als ob sie nicht mehr unter uns ist. Ist sie nicht. Als sie sich an der Maschine festhielt, ist sie mit ihr auf den Berggipfel geflogen. Der Sturmvogel kreist noch um den Gipfel. Doch Ferika ist fort. Traurig, so zu sterben. Das stimmt. Wenn nur jemand die Bergspitze erreichen könnte. Eine gute Soldatin mit entsprechender Rüstung. Da oben hilft sie auch niemandem. Ich bin recht gut im Klettern. Kein Zweifel. Aber wenn du nicht wie Ferika darauf willst, gibt es keinen wirklichen Weg da hoch. Noch. Waren ihre Füße in der Luft? Ich könnte von einer Klippe sprechen. Alle Geräusche. Meine Füße wären in der Luft. Das heißt nicht, dass ich fliegen würde. Wenn wir unsere Ehre wiederherstellen wollen, müssen wir das im Kampf gegen Regala tun. Dein rustiger.
Die Fremde hat es uns gezeigt. Wir müssen zur Kuh suchen. Ein Koch weiß sicher, was man daraus machen kann. Den Markierungen nach muss die Kletterprüfung, die Jacka meinte, in der Nähe sein. Ich sollte nach ihrem Bruder sehen, wo ich hier bin. Leicht. Diese Tenakt sehen verletzt aus. Was ist passiert? Sieht aus, als ob die Person hier verantwortlich ist. Mauerbrecherin, wenn du den Marsch der Zehn sehen willst, dann hast du Pech. Eigentlich suche ich nach einem gewissen Pento. Pento? Der arme Kerl war schon vor dem Sturm so gut wie tot. Du gehst zu weit, Soldat. Wovon redet er? Der Junge, den du suchst, ist noch auf dem Berg, zusammen mit zwei anderen. Pento kletterte als einziger entgegen der Tradition, ohne Partner. Sieht schlecht für ihn aus. Und so leid's mir tut, so war es von Anfang an.
Was das Leben als Tenakt angeht, kriegt ihr nicht besonders viel hin. Und jetzt? Wollt ihr einfach hier warten? Solltet ihr nicht Hilfe holen? In diesem Sturm jemanden zu finden, ist unmöglich. Die drei sind jetzt dem Berg ausgeliefert. Das werden wir sehen. Aber zuerst noch ein paar Fragen. Wieso ist jeder sicher, dass dieser Pento den Aufstieg nicht schafft? Wir sind ein Soldatenvolk. Wir schätzen Stärke und Gewandtheit. Pento hat keins davon. Hatte er nie. Von klein auf war er nur zum Putzdienst eingeteilt. Und dann bricht er völlig alleine zu unserer schwierigsten Clanprüfung auf. Und ihr haltet ihn für verrückt? Ich mag dieses Wort nicht. Als ich eine Frauenrüstung anlegte, nannte man mich auch verrückt. Ich schätze, dass Pento sich einfach nur beweisen will. Zeigen, wer er wirklich ist. Ich verstehe das. Glaub mir. Aber dieser Aufstieg ist höllisch, selbst ohne Sturm. Was ist dieser Marsch, den du erwähnt hast? Einer der schwierigsten Berghänge im gesamten Himmelsklan-Gebiet. Es heißt, die Zehn hätten den Berg im Krieg gegen die Maschinen paarweise bestiegen. Wir versuchen immer zu zweit, das Soldatenzeichen zu erlangen, indem wir den Spuren der Alten folgen und die Blutkrone pflücken. Eine Blume, die auf dem Gipfel wächst. Alle bis auf Pento. Er wollte unbedingt allein klettern. Du meinst, niemand wollte mit ihm klettern? Ich wollte ihn aufhalten. Aber es verstieß gegen keine Regel, also ließ ich ihn ziehen. Kommt mir bekannt vor. Die Nora haben ein ähnliches Ritual. Mich wollte auch niemand dabei haben. Deren Pech nehme ich an. Ja. Ich könnte versuchen, dem Bergpfad zu folgen. Vielleicht finde ich Pento. Du sagtest, noch zwei andere Kletterer werden vermisst. Nur einer. Die andere ist schon hier. Sika. Rocco und ich. Wir waren beim Abstieg. Da kam eine Lawine. Wir wurden getrennt. Ich konnte nicht sehen. Jemand muss da hochgehen. Man sieht im Sturm kaum die eigenen Füße. Das brauche ich auch nicht. Ich komme wieder. Wenn der Sturm zu heftig wird, kann ich die Kletterer immer noch mit meinem Fokus suchen. Ich folge den Markierungen. Sie führen mich zum Start. Mein Rucksack ist voll. Ich pack's in den Vorrat. Ich bin auf dem richtigen Weg. Ihr wollt kämpfen? Klingt, als wäre jemand am Kämpfen. Dieser Tenakt braucht Hilfe. Ich wurde entdeckt. Immer du bist. Danke für die Hilfe.
Tiere, das... Das verstaue ich für später. Alles okay? Nicht wirklich, aber geht schon. Deine Kletterpartnerin, sie sagte, eine Lawine hätte euch getrennt? Meine Partnerin? Ja, die Lawine hat uns überrumpelt. Hat mich einfach mitgerissen. Ich dachte, das war's. Dann packte mich jemand und zog mich heraus. Es war Pento. Er riskierte sein Leben für mich. Hast du gesehen, wohin er ging? Auf die Klippe hinter dir. Er wollte den Aufstieg vollenden. Ich sagte ihm, das ist Selbstmord. Er war unbeirrbar. Schaffst du es allein bis nach unten? Ja. Du folgst ihm doch nicht etwa, oder? Geh. Geh zu Vekata, bevor der Sturm noch schlimmer wird. Mögen die 10 mit dir sein. Ich muss Pento finden, bevor ihm etwas zustößt. Das ist für später. Bestimmt kann mir mein Fokus Pentos Spur zeigen. Das müssen Pentos Spuren sein. Hoffentlich kann ich ihn einholen. Offenbar hat die Lawine große Teile des Kletterpfads zerstört. Schnee bedeckt das Land. Der vermisste Soldat muss hier hochgeklettert sein. Pento kam hier vorbei. Der Pfad muss nach ihm eingestürzt sein. Vielleicht kann ich hinübergleiten. Komme! Geschafft. Jetzt müsste ich Pentos Spur wiederfinden können. Da ist sie. Pentos Spur führt auf diese Klippe, aber der Berg ist instabil. Ich werde wohl nicht denselben Weg nehmen können.
Aus dem Weg! Hoffentlich ist das Pento. Verbrückungsseite für diese Maschine. Ich sollte noch mehr Brutstätten erkunden. Sieht aus, als bräuchte er Hilfe. Mein Rucksack ist voll. Ich kann es später aus dem Vorrat nehmen. Pento? Kennen wir uns? Vikata schickt mich. Wir müssen vom Berg runter, sofort. Nein, ich kehre nicht zurück als Versager. Ich hole mir diese Blume um jeden Preis. Hör zu. Ich weiß, wie es ist, wenn ein Stamm dich verachtet, aber... Dann verstehst du ja, wieso ich entweder den Gipfel erreichen oder dabei sterben will. Vielen Dank. Was machst du da? Der Aufstieg soll doch zu zweit bestritten werden, oder? Ich bin deine Partnerin. Ich folge dir nach. Nimm das lieber. Sieht aus, als ob der Pfad hier weitergeht. Du kennst meinen Namen, aber ich nicht deinen. Ich hab Munition, wenn du willst. Aloy! Willst du dich wirklich mit dem größten Versager des Bollwerks einlassen, Aloy? Ich mache mir gern selbst ein Bild von Menschen. Weißt du, nicht jeder wird mit einem Schwert in der Hand geboren. Doch offenbar muss... Was war das? Keine Ahnung. Vielleicht nur der Wind. Sackgasse. Da ist noch ein Kletterhaken vom ursprünglichen Pfad. Das war unglaublich! Ich fälle diesen Baum! Dann erreichen wir den Kletterpfad! Ich warte hier auf dich. Habe ich absolut nichts dagegen. Was gefunden?
Wo auch immer du hin willst. Ich warte, bis du fertig bist. Wir sollten von dem Baum aus auf den Kletterpfad springen können. Du bist ja für alles ausgerüstet. Danke. Klettern wir mal los. So einen Sturmwind habe ich noch nie gehört. Fast geschafft! Geht doch! Unfassbar, wir haben es geschafft! Machen wir uns den Weg. Ausdauer! Das fehlt uns noch! Hier liegen wir. Na los! Wäre nett.
Entschuldige, ich musste mir etwas ansehen. Du hattest was gesagt, bevor ich ging. Geschafft! Komm! Hier lang, Aloy! Geschafft! Der Sturm. Er lässt nach. Und? Wie fühlt sich dieser Erfolg an? Ziemlich großartig, das... Warte! Das bedeutet mir alles. Weißt du, selbst wenn du damit zurückkehrst, behandeln sie dich vielleicht nicht anders. Ich glaube, ich musste mir selbst beweisen, dass ich es schaffe. Du solltest zurückgehen. Sag allen, dass es mir gut geht. Ich hätte gern noch einen Augenblick für mich. Ich komme gleich nach. Na klar. Vielen Dank. Mein Schildflügel bringt mich bestimmt schneller zum Ende des Wegs. Und die Aussicht ist auch gut. Jetzt, da der Sturm sich gelegt hat, sieht alles so friedlich aus. Meinen Vorrat. Bewegen und warm halten. Ich sollte bald unten beim Park ankommen. Pento kann nicht weit zurück sein. Alle. Hey, Aloy, hast du Neuigkeiten? Bitte. Ich muss wissen, was mit meinem Bruder ist. Hey, Aloy, du kehrst allein zurück. Wo ist er? Ist mein Bruder. Was soll denn dieses Gejammere, Jacka? Du bist jetzt Schwester eines echten Soldaten. Pento! Au! Hier ist die Blutkrone, als Beweis meines Marsches. Und mit meinem Segen gehörst du nun zu uns. Mögest du auf den Flügeln der Zehen deinen Weg finden. Das soll wohl ein Witz sein. Der Soldat, bitte. Blume hin oder her, wir wissen alle, dass er nur dazu taugt, unseren Dreck wegzurollen. Dann sind wir hier fertig. Pack Schnee drauf, sonst gibt's einen Bluterguss. Ich verdanke dir mein Leben. Wenn ich mein Soldatenzeichen habe, kommen wir vielleicht in dieselbe Truppe. Dann könnte ich mich revanchieren. Er ist süß. Geh schon, ich komme nach. Hier, zur Erinnerung an unseren Aufstieg. Mögen die Zehn dir stets zum Sieg verhelfen, Aloy. Wir sehen uns wieder, Pento.
Ich gleite!